Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zurück zur neuen Folge von World of Tanks hier auf meinem wunderschönen Kanal. Wir sind, wie gesagt, heute mit dem Deutschen mal wieder unterwegs. Jetzt muss ich überlegen, wie ging das? Nee. Ich habe gedacht, es war so einer, den man hier irgendwie aus der oberen Karte rausgucken kann, aber ich weiß nicht mal, wie das geht, um zu gucken, ob das funktioniert. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal Scheiße machen. Oh, ich werde mal hier rumdrehen. Ach du Scheiße, überlebe ich das? Ja, überlebe. Die Sache ist ja, das gab es ja auch ganz am Anfang von World of Tanks ja nicht, dass man jetzt hier hätte umfliegen können. Ich werde mal nach oben fahren. Ich weiß nicht, wie weit mein Geschütz ist. Oder wie weit das geht. Bloß das Problem, ich weiß, mit diesem Panzer werde ich hier nicht großartig durchkommen. Wenn wir uns die Gegner angucken, naja, sind zwar alle Stufe 2 oder sowas. Eigentlich habe ich ein Stufe 1 Fahrzeug ausgewählt, soweit ich mich erinnern kann. Und das wirklich ein kleines bisschen, aber da lassen wir uns jetzt mal nicht stören davon. Ich habe nämlich auf Ultra alles gestellt, um zu testen, ob das wirklich alles Ultra ist. Ob das wirklich so ein großer Unterschied ist. Mein Nvidia GeForce hat zwar gesagt, nee, mach mal lieber nur alles auf hoch. Oder maximal. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich mache alles auf Ultra, weil ich der Bessere bin, weil ich cool bin. Also es ist wirklich nervig, finde ich, wenn wirklich... Wir haben ja hier keinen Winkel, wo man... Wir haben vielleicht 5 Grad, die man hin und her schwenken können. Und das finde ich richtig hässlich und scheiße. Jedenfalls haben wir verschiedene Patronen. Munition. Und wenn wir hier hochgehen. Dann werden wir mal in die Stadt ein bisschen einballern. Ja Leute, warum bringe ich eigentlich World of Tanks? World of Tanks bringe ich, um ein bisschen Abwechslung auf meinen Kanal wieder zu bringen. Ich merke doch selber, wie sich kein Schwein mehr für meinen Kanal interessiert. Und deswegen. Geht auch. Deswegen habe ich mir gedacht, jo, bringen wir mal einfach mal World of Tanks mal wieder. Roadmap soll hier einer sein. Sehe ich aber nicht. Ich würde sagen, ich bin aber auch gut versteckt hier. Vielleicht ist er ja hinterm Haus, dann sehe ich ihn ja nicht. Für am liebsten meine Deckung hier nicht. Ich bin so nice hinterm Berg. Dass ich meine Deckung nicht wegnehmen möchte. Ich frage mich nur, warum dort ein Achtungszeichen bei meinem Fahrzeug ist. Ich würde gerade sagen, schubst mich noch weg, Junge. Und wir fahren jetzt weiter. Vielleicht sehen wir ja noch jemand. Nee, ich bringe ein bisschen Abwechslung bringen. Und deswegen kommt ja auch World of Tanks auf meinem Kanal. Deswegen auch ein bisschen Real Life jetzt nach und nach wieder. Wow! What the fuck, habe ich mich erschrocken. Weiter runter mit uns. Nee. Ich kam leider nicht weiter runter. Aber ich würde mal sagen, diese Runde ist vorhin auch sehr taktischer angegangen. Von allen Spielern. Was mir persönlich richtig gut gefällt, wenn es ein bisschen taktischer geht und nicht nur reingepresche. Wir haben auch versucht, jetzt ein bisschen taktischer zu spielen. Wir haben dafür auch eine Person mitgenommen, die uns aber nicht gesehen hat. Das ist so oder so Vor- oder Nachteil. Wir werden mal kurz hier in der Runde noch ein bisschen zugucken.
um ein bisschen zu reden. Wir haben ja sonst wenig zu reden. Und wir werden einfach mal dann nochmal eine Runde machen, damit ich das Ganze mal ein bisschen schneiden. Und was dann passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, ein bisschen Abwechslung muss in meinem Kanal mal wieder reinkommen. Deswegen, Leute, ist das so... Keine Ahnung. Ja, nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist, auf meinem Kanal gibt es viel zu viel Durcheinander an Spielen und sonst was allen. Und das muss sich ein bisschen was ändern. Mir gefallen aber die meisten Spiele, die euch aber nicht gefallen. Das ist das große, große Problem daran. Oh, ein Stützpunkt wird erobert. Oh, wir werden verlieren. Kann ich bitte zur lebenden Person? Ja. Wir werden verlieren. Alles klar, 1 gegen 2, das ist... Ach, der versucht uns einen Stützpunkt zu retten. Das ist nice. Respekt an dich, Junge. Das ist ein Zweier gegen... Weiß ich nicht, was für ihn. Hat er jetzt beide vernichtet? Der hat einfach beide vernichtet. Alter, ist so geil. Und Willef wird jetzt auch mehr kommen. Meine Kamera steht sogar neben mir schon. Eins habe ich jetzt schon geschnitten. Ich habe auch mehrere im Kopf, die ich bringen kann, die ich machen möchte. Ich fahre ja auch in 2 Wochen, in meiner Sicht aus, von euch. Bin schon lange in Görlitz wieder. Da werde ich um den Berzower See fahren. Ich werde ein bisschen Moped fahren. Ich werde... Vielleicht gehe ich auch mal ins Naturkunde... in den Tierpark von Görlitz. Und nehme euch da mal mit. Der ist nämlich auch was relativ Besonderes. Dadurch, dass wir so einen kleinen Tippidorf, Tippidorf haben, werde ich mal schauen, was da alles passiert, ob ich jetzt hingehe oder nicht. Was mit Hamburg dieses Jahr passiert, weiß ich auch nicht. Da werden wir uns mal schauen. Nee, wir werden verlieren. Respekt trotzdem an den Typen. Wirklich. Respekt an ihn. Also hier wird sich wieder mal gewünscht vieles ändern auf meinem Kanal. Junge, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich. Was? Hä, hey, von wo kam der Schuss denn? Muss ich den kapieren? So, jetzt gucken wir uns mal nochmal den Abschlussbericht an. Dann würde ich sagen, was ist das mit diesem Part? Wir gucken nochmal. Es gibt sogar Aufträge. Ja, gut, das habe ich jetzt erst gelesen. So, gucken wir mal. Ohne Prämien 1000. Nicht gerade viel. Ist gar nichts. Was sind die Aufträge? Ein bestimmtes Fahrzeug. Mhm. Aha. Für Panzerjäger gibt es keinen. Okay. Gut. Forschung. Wollte ich noch reingucken. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Wir haben auf dieses Fahrzeug haben wir jetzt 1100 Erfahrung. Das bedeutet, wir können uns den Panzer hier holen. Wir machen natürlich Schnellkurs, weil den Rest können wir uns nicht leisten. Kein Platz.
Gut, okay, aber das lösen wir im nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann noch wenn ich einen Daumen unten schreibt mir einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr, meine Support. Ciao, ciao.